Die Essenz authentischer Energiearbeit. Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Ballhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Ich sage heute ein liebevolles, herzlich willkommen in meinem Podcast und heute will ich mit dir eintauchen. Na, was ist die Essenz authentischer Energiearbeit? Das ist die Liebe. Und oft merke ich, dass die Liebe so ein bisschen fehlgedeutet wird, denn Liebe fühlst du und Liebe entspringt aus deinem Herzen. Und da will ich heute ein bisschen mit dir eintauchen in die Energiearbeit. Ich will dich mitnehmen, ich will dich anregen. Und ja, wenn du denkst, das wusste ich doch schon längst, dann tauch einfach ein bisschen ein. Wann setzt du das wie ein in deinem Leben? Und vielleicht kannst du erkennen, wann du jenseits von Liebe bist. Ich glaube, Liebe geht in der heutigen Gesellschaft einfach so ein bisschen unter, weil wir oft denken, wir sind in der Liebe. Und ich sage bewusst wir, weil das natürlich auch ein Lernschritt ist für alle Menschen auf der Erde. Und das finde ich ganz wichtig. Wir können uns sehr, sehr vieles schönreden, um uns zu schützen vielleicht oder wir erkennen den Unterschied, wann bin ich denn in meinem Herzen, wann lebe ich aus meinem Herzen heraus. Und wenn du eine Seele bist, die mit Menschen arbeiten will, weil sie energetisch arbeitet, dann ist natürlich die Liebe die Essenz deiner authentischen Energiearbeit. Und es gibt ja ein Produkt von Herzkanal, von mir und von Armin, was ich sehr, sehr liebe und das ist dein kosmischer Kompass. Du siehst den Link auch in den Shownotes, schau mal hinein. Das ist ein Produkt, wo es um deine tägliche Ausrichtung geht und wo du Energie tanken kannst. Und natürlich beziehen wir die aktuellen kosmischen Energien mit ein. Mal gibt es Durchsagen, mal gibt es Erklärungen und Erklärungen, die du auch fühlen kannst. Und lies es dir einfach mal durch. Vielleicht ist das was für dich, wenn du sagst, hey, ich will aber jetzt total eintauchen und ich will endlich mal eine Ausrichtung haben, weil es darf bei mir ein bisschen, ja, brummen im Business und auch in persönlichen Themen. Ich erzähle das deshalb, weil ich gemerkt habe, ich habe vor kurzem im kosmischen Tipp von den 4 Punkten der Liebe gesprochen und ich will dich ein bisschen daran teilhaben lassen, weil das sehr, sehr gut angekommen ist und weil es sehr viele Aha-Effekte gab. Also, warum entspringt oder warum geschieht wahre Heilung aus dem Herzen? Und ja, wie kann dein Verstand dabei eine unterstützende Rolle spielen? Das ist natürlich für uns als Herzkanal sehr, sehr wichtig, weil du weißt vielleicht, unsere Firma heißt Herzkanal und das ist die Reise vom Kopf zum Herzen. Das heißt ja nicht, dass du den Kopf völlig fallen lassen sollst. Ganz im Gegenteil. Das wirst du aber gleich hören. Dann gab es ein Zitat, was ich aus der geistigen Welt abgerufen habe und das gibt es übrigens jeden Tag in dein kosmischer Kompass und du kannst die Bilder beobachten auf meinem WhatsApp-Status oder aber auf meinem Instagram-Profil. Das ist aber jetzt nicht dann schon direkt der kosmische Kompass, sondern das ist ja nur ein angerissen. Und diese Zitate,
die erkläre ich ja dann auch ausführlich in Verbindung mit der Energie, so dass du jeden Tag die Möglichkeit hast zu schauen, was ist für eine Energie und wie kann ich das reflektieren. Aber zurück zu dem Zitat. Die wahre Kunst der Energiearbeit entfaltet sich, wenn das Herz die Führung übernimmt und der Verstand sich eine Pause gönnt. Denn in der Sprache der Liebe findet Heilung auf der tiefsten Ebene statt. Ein wunderschönes Zitat von Erzengel Gabriel und Erzengel Raphael. Ja, wir wissen alle, wenn der Kopf die Führung übernimmt, dann gibt es nicht so richtig was. Das heißt, die wahre Kunst ist ja wirklich zu schauen, dass dein Herz dich führt und leitet. Aber natürlich brauchen wir den Kopf manchmal. Und wenn ich dir Punkt 1 ja sagen würde, also für deinen Kopf ist das ja manchmal gut, du kriegst jetzt 4 Punkte und du weißt, die kommen auch, 1, 2, 3, 4, aber dennoch will ich dich gleichzeitig bitten, einzutauchen in diese Punkte. Das Herz hat seine eigene Form der Intelligenz. Und oft ist es so, dass es viel mehr Informationen zum Gehirn sendet, als das Gehirn zum Herz. Und wenn du jetzt sagst, okay, gut, mein Herz hat eine Herzintelligenz, das ist super. Wie erkenne ich die denn? Lass mir mal sagen, dass die Herzintelligenz empathisch ist, die ist intuitiv und die ist verbindend. Das heißt, diese Herzintelligenz fördert Heilungsenergie. Und zwar die Energie, die viel tiefer geht als ja unser aller analytischer Verstand jemals erreichen kann. Wir wissen alle, Punkt 2, wir wissen alle, dass die Liebe eine universelle Kraft ist. Liebe ist eine universelle Kraft, sie verbindet uns und Liebe schafft einfach Brücken. Liebe baut Brücken. Die Liebe baut Brücken zwischen dir und der geistigen Welt, zwischen dir und der Ebene der Verstorbenen. Also, die Liebe schafft Brücken zwischen Menschen und der geistigen Welt und genau das fördert ja Heilung und dein Wachstum. Und wenn du aus dem Herzen heraus agierst, dann nutze die universelle Energie der Liebe. Das heißt, du darfst auch schauen, wie kommst du an die Liebe. Und ja, wenn du aus dem Herzen heraus agierst, dann nutzt du die universelle Liebe und die genau sendet heilende Schwingungen aus. Punkt 3 ist, der Verstand hat einfach seine Grenzen und du weißt vielleicht von dir selber, dass der Verstand ein ganz mächtiges Werkzeug ist und du kannst deinen Verstand nutzen. Zum Beispiel in deinem Business musst du deinen Verstand nutzen, wenn es an Kosten geht, wenn es an Zahlen geht, wenn es an eine Planung geht, dann fängst du an zu rechnen, zu schauen. Wenn du in die Umsetzung gehen willst, dann brauchst du deinen Verstand auch. Also, du nutzt deinen Verstand zur Umsetzung, zur Planung und zur Analyse. Aber bei der Energiearbeit geht es mehr darum, als nur um das Kognitive. Es geht um das Fühlen, es geht um das Sein, es geht um das Erfahren. Und hier kann dein Verstand sehr unterstützend wirken, indem er nämlich zum Beispiel eine Technik erlernt. Und Technik ist immer gut. Das ist in meiner Arbeit auch so. Es gibt auf der einen Seite eine Technik, auch im Malen. Aber die eigentliche Arbeit geschieht immer
auf der Ebene des Herzens. Und das finde ich ganz wichtig, weil oft wird vermittelt, wir müssen unseren Kopf zur Seite stellen, aber wir brauchen unseren Kopf auch, wenn wir alleine schon, ja, ich würde mal sagen, über die Straße gehen und die Ampel nutzen. Dann können wir im Gefühl, im Herzen super gut verflufft sein. Ich sag mal verflufft, also dass alles rosig, wolkig und plüschig ist. Wenn du aber über die Ampel gehst und die ist rot und ein anderer hat die Ampel grün, dann kann es zu Problemen kommen. Das ist ganz logisch. Also hier ist dein Gefühl da. Ich finde es sehr schlecht zu fühlen, ob die Ampel rot, grün oder gelb ist. Aber das gebe ich gerne an dich ab. Ich weiß gerne, ist die Ampel rot, gelb oder grün. Und vielleicht ist dein Ego ganz stolz, wenn es meint, gefühlt zu haben, dass die Ampel grün ist und sie ist auch grün. Also du siehst hier, es gibt ganz viele Punkte, die du auch auseinanderhalten darfst. Wir sind als Mensch so komplex, dass wir auf so vielen Ebenen gleichzeitig funktionieren und fühlen dürfen, dass du schauen darfst, wie bekommst du da Klarheit für dich und wo bist du gerade? Übrigens, der Verstand hat seine Grenzen, das war Punkt 3. Ich habe mir nur 4 Stichwörter hingeschrieben mit den Punkten, aber du siehst, bin ich im Flow, funktioniert mein Gehirn gar nicht und ich muss mich wirklich konzentrieren. Also, wir haben Punkt 1, die Herzintelligenz, wir haben Punkt 2, die universelle Kraft, das ist die Liebe. Und wir haben deinen Verstand, den du nutzen kannst, der einfach seine Grenzen hat. Und jetzt kommt Punkt 4, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich die Integration von Herz und Verstand. Da bin ich am Ende schon drauf eingegangen, Punkt 3. Aber jetzt Integration von Herz und Verstand ist Punkt 4. Na, denkst du jetzt auch, das könnte sie aber anders machen und sie könnte es strikter machen, Punkt 1, 2, 3 und 4? Also, Punkt 4, die Integration von Herz und Verstand. Dein Verstand ist nicht irrelevant. Irre. Also in irrelevant steckt ja auch das Wort irre. Und dein Verstand ist nicht irre. Nein, nein. Du musst deinen Verstand auch nutzen. Es geht nämlich jetzt darum, dass du Herz und Verstand integrieren kannst. Also es geht um die Integration von Herz und Verstand. Dein Verstand kann dir helfen, Erfahrungen zu interpretieren und zu integrieren, während das Herz die Erfahrung selbst ermöglicht. Das heißt, in der Energiearbeit geht es um mehr als nur um Techniken und Methoden. Es geht darum, dass du dein Herz öffnest, dass du eintauchst in die universelle Energie der Liebe. Und um das Erfahren von Heilung auf einer tiefen, intuitiven Ebene. Der Verstand hat seine Rolle, das Herz hat seine Rolle. Der Verstand hat dabei seine Rolle, aber wahre Transformation geschieht im Herzen. Und ich wünsche mir, dass dir das geholfen hat, denn das war ein Punkt in unserer Ausbildung Spirit Light Expert, die Heilerausbildung, einfach zu erkennen, wir haben ein Herz, wir haben einen Verstand und es darf wirklich gelernt und geübt werden, damit du an die Essenz der eigenen authentischen Energiearbeit kommst.
Ich hoffe, die Folge hat dir Einblicke in die Rolle des Herzens und deines Herzens in der Energiearbeit gegeben. Und wenn du lernst, aus dem Herzen heraus zu agieren und den Verstand als unterstützendes Werkzeug zu nutzen, dann ja, können wir wahre Heilung und Transformation erfahren. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig für dich auch zu wissen, zu fühlen. Ich finde wichtig, dass nicht meine Wahrheit deine Wahrheit ist, sondern ich will dich einladen, in jedem kosmischen Tipp, in jeder Podcast-Folge, mache deine Erfahrung und fühle, wie es für dich ist. Denn das ganze Ding wird ja jetzt noch viel komplexer mit Astrologie und Human Design. Und das ist immer das, wenn ich sage, hey, nutze die Astrologie und Human Design nicht, damit du in eine Schublade dich selber steckst oder damit andere Menschen dich in eine Schublade stecken. Wir brauchen einfach dann die Essenz der Liebe, um dahin zu kommen, was möglich wäre. Ja, ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Lass uns gemeinsam strahlen. Aloha, deine Alexandra. Und ich freue mich, wenn du mir auf meinem Instagram-Profil Herzkanal-Spirit eine Rückmeldung gibst zu der Folge. Ja, vielleicht sagst du deine Erfahrung, vielleicht schreibst du mir dein Gefühl dazu. Und ich lade dich natürlich immer ein. Schau, was deine Seele will, schau, was dein Herz will und werde der Meister, die Meisterin in deinem Leben. Mach's gut, tschüss. Lass uns gemeinsam strahlen auf dieser wundervollen Reise zum Herzkanal. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde.